So, da bin ich dann auch wieder zurück. Und zwar geht es jetzt um den dritten Stern in diesem Krankenhaus. Und da starten wir auch direkt mal rein. 200 Patienten ist unsere Mission. Wir können ein Personalstellung wunderbar, 78%. Mache ich als allerletztes voll, ist dann auch kein Problem. Frakturstation habe ich ehrlich gesagt gar keinen Nerv drauf. Haben wir Mitarbeiter befördern? Haben wir. Dann machen wir das. Und befördert die Automaten. Stromschlag ist sogar einer durch inzwischen. Krankenhaus Stufe 16. Das ist jetzt das Ding, woran wir uns aufhalten werden. Einmal das erweitern, einmal das erweitern. Wir bauen diesen großen Stil. Und das. Dann haben wir erstmal alle Gebiete, glaube ich, freigeschaltet. Ja. Flüssigkeitsanalyse Stufe 4, die befindet sich an dieser Stelle. Objekte. Dann. Warum ist die nicht mehr 4? War die das nicht mal? Ich dachte, wir hätten die auf 4 gehabt. Auf jeden Fall ist es jetzt. Ziel ist erreicht. Wir haben schon die ersten drei Patienten von 200. Ja, dann haben wir schon 4% erledigt. Stimmt gar nicht, 2%. Tut mir leid, tut mir leid. Befördere einen Mitarbeiter. Personal, wir sollten auf jeden Fall jetzt trotzdem weitermachen. Den Notfall nehmen wir an. Wir sollten schon mal weitermachen und in die Forschung investieren. In die Weiterbildung investieren, dass das alles mal ein bisschen schneller geht hier. Und zwar braucht auch dieser Behandlung und Diagnostik. Das heißt, ich werde ihm erst eine Diagnostikausbildung geben, und zwar die 1er. Und Kurs starten. Natürlich lasse ich den kommen. 200 Forschungspunkte erreichen ist jetzt für mich nicht das Problem, glaube ich. Fünf Patienten. Ja, die Krankenhausstufe ist, glaube ich, wirklich das, was uns hier am längsten aufhalten wird. Zimmer. Wir werden mit einer Kantine zum Beispiel auch nichts verdienen. Was wir aber die ganze Zeit lesen, ist, dass wir bestimmte Sachen noch benötigen. Deswegen schaue ich mal, dass ich doch eine Frakturstation baue. Jetzt ist sie größer, als ich das wollte. Deswegen kurz mal zwei abreißen. So. Das passt. Jetzt brauchen wir eine Schwesternstation. Einen Gips. Irgendwie hing das gerade kurz. So. Dann brauchen wir ein Krankenbett. Zwei. Und. Da passen drei rein. Ich weiß das. So. Dann haben wir unsere drei. Mit einem großen, langen Gang dazwischen. Passt. So, einstellen. Schauen wir mal. Wir haben keine Schwester, die das gerade gut könnte. Das heißt, die schon mal weg. Ne, es soll weiterlaufen. Da sehen wir, wie die Forschungspunkte voll werden. Befördere einen Mitarbeiter. Das wird gleich von alleine kommen, wenn die Diagnostik hier weiterhin arbeitet. Wir haben 5% geschafft. 5,5. Man sieht halt noch nicht beim blauen Balken. Ich glaube, das sind immer so 10% Schritte, in denen die springen. Auf jeden Fall sind meine Forschungspunkte gleich durch. Damit bin ich zufrieden. Als nächstes wird bestimmt wieder kommen, starte eine Kampagne. Da gibt's Geld. Und was wird unsere Aufgabe werden? Stimmt nicht, dass der Promi kommt. Wo bleibst du denn? Das schaffen wir nicht. Warum nicht? Wundert mich ein bisschen, dass er so langsam war. Fülle 8 Automaten. Ja, das ist auch immer nett. Besser als das andere. Den Mitarbeiter werden wir gleich befördern. Dann, genau, wollen wir mal weiterschauen. Was können wir denn sonst noch machen? Wir könnten jetzt den Forscher natürlich weiterbilden. Das bringt mir aber ehrlich gesagt nichts. Wir können die Behandlungskompetenzen auf Stufe 2 ausbilden. So, da haben wir nämlich dann direkt ein paar mehr. Da lasse ich auch einen kommen. Wie gesagt, Geld ist gerade nicht das Problem. Vielleicht schaffen wir da doch noch den vierten. Schauen wir mal. Ah, es wird zeitlich nicht klappen. Ich weiß wirklich nicht warum. Kann ja nicht sein, dass wir da mehrere von brauchen. Ja, leider gescheitert. Obwohl der jetzt bestimmt gesund wird. Ablehnen.
Schafft man nicht. Ja, seht ihr, ist sogar gesund geworden. Wir hätten es also geschafft, wenn wir ein paar Tage Zeit hätten. So, Ruf, wie gesagt, ist kein Problem. Personalstimmung nicht. Krankenhaus muss größer werden. Das ist immer noch eins der größten Probleme. Einstellen Krankenpfleger. Ich könnte natürlich jetzt einen Krankenpfleger nehmen und den weiterbilden. Ja, die Automaten gehen, wie gesagt, von alleine. Den Mitarbeiter gleich auch. Ist aber immer noch auch, dass einer hier in der Schocktherapie geheilt werden möchte. Also so ein Dreierzimmer. Wir können jetzt dieses Zimmer mal doch kopieren. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen davon weg, dass ich die wirklich alle an dieselbe Stelle immer setzen muss. Da ist noch ein Arzt. Zack, zack. Und Zuweisung. Nicht, dass du mir hier wieder alles Mögliche an Blödsinn machst. Kümmere dich bitte um deine Stärken. So, du hast da mal nichts zu suchen. Du auch da nicht. Du bleibst mal rein im DNA-Labor jetzt. So. Gut, das ist erledigt. 10% haben wir geheilt und da ist auch ein blauer Balken jetzt. Scheinen wirklich halt 10% Schritte zu sein. Ist aber auch nicht schlimm. Die Automaten kommen ja auch von alleine einstellen. Ich habe mal noch einen weiteren Hausmeister. Der ist ein bisschen schneller in seiner Arbeit. Ich nehme den jetzt einfach mal mit auf. Dass mir hier nicht die Sachen nach und nach kaputt gehen. Da ist einer ein bisschen böse. Ja, Krankenhausstufe 16 ist immer ein recht großes Unterfangen. Röntgenstrahlen ist das einzige, was... hier oben Röntgenstrahlen ist das einzige Gebäude, glaube ich, was wir noch nicht haben, neben der Cafeteria. So. Und da brauchen wir genau auch noch so ein Gerät dazu. Das bestätigen wir. Und ich glaube sogar, dass unsere Krankenhausstufe steigt, wenn wir unsere Geräte upgraden. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz so sicher. So, dann machen wir den direkt glücklich. Dann ist das auch erledigt. Das werden wir sofort abrechnen. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Die wollen halt, können wir eigentlich auch abarbeiten. Personalstimmung liegt schon bei 83%. Der Automat ist gleich durch und das mit dem Stromschlag wird nie was werden. Temperatur ist natürlich massiv gesunken. Das stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Dadurch, dass wir jetzt so immens expandiert haben. 58%. Muss halt überlegen, dass wir jetzt hier in allen Krankenhäusern diese Defizite drin haben. Aber sind schon bei 66%. 74. Wir da noch eine hinbauen. So, 75. Ach ja, genau. Wir haben hier noch ein Krankenhaus. So. 80% ist erreicht. Wunderhübsch, wunderhübsch. Level 12. Es sind immer noch 4 ganze Level, die uns hier fehlen. Da wir Geld haben, möchte ich jetzt einfach mal noch eine Cafeteria bauen. Geht das überhaupt? Ja. So, so. Und dann da den Mülleimer hin. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht eine Mission kriegen, wo es heißt, bringe das auf Stufe 4, denn das funktioniert nicht. Zumindest nur sehr schwer. Bilde einen Mitarbeiter weiter und befördere einen. Okay. Das wäre die Beförderung. Die Weiterbildung kommt als nächstes. Forschung ist abgeschlossen, passt. Und Notfallfraktur nehme ich jetzt mal an. Einstellen, Krankenpfleger. Wir haben nämlich bestimmt nicht den, den wir da brauchen können. Das heißt, in der Personalabteilung muss ich nochmal ganz schnell was ändern. Und zwar muss ich dafür sorgen, dass diese... Ach doch, er darf in die Frakturstation. Wir haben dort auch Ärzte. Öffentliche Ziele nochmal Mitarbeiter befördern, das geht gerade nicht. Aber was geht, ist die Weiterbildung. Mache ich auch mit dem jetzt hier, Weiterbilden Marketing 3. Hauptsache, du bist zufrieden. Was wollen wir hier? Heile 20 Patienten nehme ich auch mal an. Immerhin müssen wir ja gerade ganz viele heilen. Wir können jetzt genau für unser Links noch jemanden einstellen. Einen Assistenten mit diesem hier. So, schauen wir mal, ob sich das alles positiv für uns auswirkt.
40 Patienten haben wir. Wenn wir sehen, hier heile 20 Patienten in 90 Tagen. Das geht weiter. 10 Tagen haben wir 4 Stück gemacht. Dafür machen wir danach im nächsten 10 Tagen gar nichts. Ziele abgedatet. Heile 2 Patienten mit Stromschlag. Hatten wir das nicht gerade erst? Und das hat so lange gedauert. Wodurch auch immer das Krankenhaus, ich habe es jetzt wieder nicht beachtet. Irgendwas ging es auf jeden Fall gerade schon wieder hoch. Dadurch, dass wir Mitarbeiter eingestellt haben, vielleicht. Was wir hier unten gar nicht haben: Toiletten. Hier sind weit und breit keine WCs. Das bestätigen wir. Damit sind wir schon auf Stufe 13. Kopieren das Ganze. Ich mache es jetzt nicht einfach nur voll, ne? Ich mache das, weil ich denke, dass das wirklich sinnig ist. Ich baue sie nur nicht neu, weil ich da ehrlich gesagt keine Lust drauf habe. So, das können wir aber nochmal kopieren und... Ah, das ist zugebaut. Okay, so. Das sieht echt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, hätte ich das direkt daran gebaut. Vielleicht sollte ich auch mal, wenn ich schöner bauen möchte, mehr darauf achten, dass es auch hübsch aussieht, mit Ecken zu bauen. Das haben wir. Die anderen zwei, ihr kriegt auch eure Beförderung, macht euch da keine Gedanken drum. Die Frakturpatienten werden wir irgendwie alle nicht schaffen, weil unsere Frakturstation irgendwie keine Lust hat, richtig effektiv zu arbeiten. Und da sollen wir noch einen Mitarbeiter befördern. Auch das werden wir sofort tun. Zack. Schon wieder erledigt. Erhalte 200 Forschungspunkte, während wir nicht forschen. Ich habe auch nicht darauf geachtet, ob wir das Geld für die Forschung bekommen haben. Ich dachte auch, dass wir die 20 Patienten schneller zusammenbekommen. Neue Mission. Fange einen Geist. Ich sehe keinen, aber da sehe ich einen Toten. Wirst du zum Geist? Ist erledigt. Okay. Vielleicht, weil es keinen gab. Ich weiß nicht. Du kannst kommen. Beförderung akzeptiere ich gerade noch nicht. Müsste aber jetzt gleich die Mission wieder für kommen. Das Spiel kennen wir ja. So, gleich haben wir die Hälfte fertig. Da ist nämlich auch die Mission mit Beförderung ein Mitarbeiter. Und Grinz, Grinz, er ist glücklich. Den können wir direkt weiterbilden in Kundenbetreuung 3. Lassen wir auch für einen kommen. Nehmen wir den noch mit dazu. Dann ist der auf 5 und will nichts mehr von uns. 47 haben wir. So, hier. Ist gescheitert. Das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Wie gesagt, Personalstimmung 90. Müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Da kümmere ich mich echt nicht drum. Attraktivität ist allerdings ziemlich low, da kümmere ich mich schon drum, indem ich einfach wieder zwei Brunnen baue, so in jedes Zimmer ein. Wo ist er denn? Wo ist er? Habe ich ein Zimmer angeklickt gehabt? Warum habe ich keinen Brunnen? Ach, weil die so komisch aussehen. Einmal dahin. Der Große scheint doch einen größeren Einflussbereich zu haben. Dahin. In ein leeres Krankenhausgebäude einen Brunnen zu bauen, ist halt auch... Okay, auf jeden Fall ist es erledigt. So. ...55, das ist gesprungen. Was kommt jetzt? Wir fördern einen Mitarbeiter. Yeah! Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Okay, es sind mir zu viele Geister. Moment. Hier, Ghost Hunter. Ganz bestimmt nicht. Nein, ich gucke nicht mal nach. Was können wir denn sonst machen? Wir könnten vielleicht langsam über den nächsten Allgemeinmediziner nachdenken. Gieße 10 Pflanzen, darüber könnte ich natürlich auch nachdenken. 1, 2. Die sind voll. Okay. Die sind die gerade von sich aus am Gießen. Meinetwegen. Befördere einen Mitarbeiter. Wir haben die Mission dafür.
Und ab dafür. Den wollen wir weiterbilden. Ja, das wollen wir. Allgemeinmedizin 3. Und da lasse ich einen für kommen. Wir halten uns gut auf der Million aktuell. Wir haben einen Patientengehalt, den wir heilen müssen. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt nicht mehr wirklich großartig um die Pflanzen. Das geht ja auch echt gut von alleine. Sondern ich kümmere mich jetzt nochmal darum, wie wir... Wir sind fast auf 14. Manchmal frage ich mich wirklich, was da alles mit reinfließt. So, den können wir mal reparieren lassen und den können wir mal aufwerten lassen. Hier können wir leider immer noch nicht machen. Ich rechne halt jeden Moment damit, dass wir irgendwann den Gipsgießer Stufe 2 bekommen. Mitarbeiter befördern, mache ich. Das hat mich auch gerade hochgebracht, dass der befördert worden ist. Aber das lehnen wir mal ab, das schaffen wir nämlich nicht. Was wir auf jeden Fall jetzt dringend brauchen, ist doch noch ein weiterer Allgemeinmediziner. Also wenn wir da jetzt einen haben, der das ein bisschen kann, werde ich den auch einstellen, definitiv. Was haben wir denn hier? Eine Frakturstation. Die wird es wieder nicht schaffen. Wenn wir Glück haben, schafft die überhaupt mal einen einzigen. Nur das müssen wir dann auch mal abwarten. Was kommt jetzt? Schocktherapie Stufe 4. Das ist diese hier. Objekte. Schauen wir mal. Was machen wir? Ihr wisst es, wir nehmen unsere Fotos an die Wand. Drei. So. Ist erledigt. Ich überlege gerade, ob ich die Pflanzen wirklich manuell mache oder ob ich einfach warte. Es ist eh zu spät. Immer wenn ich rede, mache ich es einfach. Ich kenne mich. Ich befördere einen Mitarbeiter. Da steht er schon. So. Patienten mit Schrumpfschlag werden auch hoffentlich mal irgendwann fertig. So, wieder Platz für zwei neue. Noch einen Mitarbeiter befördern, auch das werde ich tun. Dann sind wir bald durch die Beförderung auf Stufe 14. Weil wirklich was gebaut haben wir ja aktuell echt nicht. Forschungspunkte passen da rein, müssen wir uns nicht drum kümmern, und Mitarbeiter befördern passiert von alleine. So, Personal, wir können ja wieder weiter befördern. Was war Spritzenhaus schon wieder mit Behandlung, ne? Mache ich das als nächstes, um die Heilungsrate hochzusetzen. Weiter Behandlung, zack, nehme ich einfach einen von unseren. Haben wir irgendwas wieder nicht geschafft. Wie machen wir das denn mit dem Krankenhaus? Es fehlt immer noch, wir haben Platz ohne Ende. Aber aktuell brauchen wir auch keine weiteren Zimmer. Ne? Wir können natürlich eine weitere Chirurgie bauen, die bringt aber auch nicht so viele Punkte. Das Einzige, was wir wirklich noch brauchen könnten, wären Allgemeinmediziner. Die will ich alle nicht haben. Hausmeister, der ein bisschen schneller in der Wartung ist, kann ich mal einsetzen. Wir haben schon 63.000, die wir im Moment ausgeben pro Monat, und das ist nicht wenig. Die Frage ist halt auch, müssen wir die Zimmer besetzt haben? Wir können noch einen Arzt mit Behandlungskompetenzen einstellen. Ich stelle jetzt einfach mal die beiden Ärzte ein. So, warum ich das mache, die werden beide gleich Allgemeinmediziner, sobald unsere Behandlungstechnik abgeschlossen ist. Ich befördere immer noch einen Mitarbeiter. Ja, ich würde gerne, wir haben es mal wieder nicht geschafft. Die Frakturstation ist so schlecht, also das ist der Wahnsinn. Oh, dafür hat das funktioniert.
So, wie weit sind wir hier? Die Forschungspunkte dürften auch jeden Moment durch sein, die mit und danach auf der Mitarbeiterbeförderung. Da kommt aber erstmal eine neue Mission rein. Heile 2 Patienten in DNA-Labor. Das wird auch Ewigkeiten dauern, weil das DNA-Labor auch gleichzeitig zur Diagnostik geeignet ist. Heißt das jetzt nicht, dass unbedingt jeder, der da hochgeschickt wird, auch gleichzeitig dort behandelt wird. So, da ist gerade die Forschung fertig geworden. Ich habe es gesehen. Und zwar brauche ich jetzt Allgemeinmedizin 1. Wo ist er? Da. Dort kann ich jetzt diese beiden einstellen. Und ich lasse einen neuen kommen. Kurs starten. In der Zwischenzeit werde ich jetzt dieses Gebäude nehmen, kopiere dieses. Das passt so nicht hin. Ich würde halt ungern umbauen müssen. Das passt. Ja, was auch immer ich da weggerissen habe, ist mir egal. Das kopiere ich dahin. So, dann kann ich beim Personal direkt die Einstellung für die zwei neuen angehenden Ärzte vornehmen, dass diese sich bitte nur um die allgemeine Diagnostik kümmern. So, das wäre auch erledigt. Damit ist das Krankenhaus auch auf Stufe 14. Geht weiter. So, das Spritzenhaus hat gerade auch viel zu tun. Die sind alle ein bisschen wie aufgeschreckte Hühner in Panik. Personalstimmung steigt trotzdem. Was ist hier gerade? Hier ist die Tür nur da oben. Wenn wir das jetzt hier so zumachen, das wäre so ein Zimmer für eine mega große Krankenstation. Wir haben aber keinen Pfleger, den wir da einsetzen könnten. Warten wir mal, bis die Sachen durch sind. Bis die Ausbildung weiter ist. Und ich möchte mal gucken, ob wir jetzt mit der Behandlung der Patienten überhaupt hinterherkommen. Dadurch, dass wir die ja jetzt schneller reinschicken, sollte auch die Rate ein bisschen schneller hochgehen. Nee, den Fluch mache ich nach wie vor nicht. Tschüss, war schön mit dir. Sind schon bei 67.000 pro Monat. Sind auch wieder unter 1 Million gefallen, haben aber auch ein paar Sachen gebaut, das muss man halt dazu sagen. Unsere zwei Ärzte sind durch. Wir wissen ja, wenn wir schnell spielen, dann können wir auch ein bisschen anpassen. Dann kriegen wir auch immer mehrere Missionen abgeschlossen, zumal es ja echt leichte gibt. Ne? Ich mache mir da halt echt noch keine Gedanken. Mitarbeiter befördern ist halt auch in der Regel relativ schnell erledigt, dass da einer aufsteigen möchte. Nehme ich mal an, den können wir auch mal weiterbilden, jetzt in Behandlung 2, dann ist er aber der einzige, das soll mir egal sein, starten. Ich möchte immerhin, dass die Behandlungen auch mehr Erfolg vorweisen. Bilde einen Arzt aus, das trifft sich hervorragend, denn ich glaube, das war ein Arzt, den ich dahin geschickt habe. Ja, ist ein Arzt, das heißt, wir haben mit Glück sogar gleichzeitig die richtige Mission. Wunderbar. 84 Patienten haben wir. Das ist natürlich noch nicht mal die Hälfte. Aber vom Gefühl her geht es doch um einiges schneller, als es das eben ging. Wir haben jetzt auch nur 9000 Verlust gemacht. Ein Arzt ausbilden sollte einiges mehr an Geld bringen. Notfallchirurgie nehme ich auf. Weil unsere Chirurgie nicht die schlechteste ist. Was mich aber trotzdem stört, ist, dass wir erst noch Stufe 14 sind. Ich möchte jetzt sehr gerne... Oh, da ist noch ein Arzt, so ein Pfleger. So, und dann schauen wir mal. Das werde ich dann zumindest in die Frakturstation einbinden. Nicht, dass die nächstes Mal noch schlimmer endet. War ja schon so ein halbes Desaster gewesen. Du hast da bitte nichts drin zu suchen. In der Cardio auch nicht. Du kannst dich um Farb... Das brauchst du nicht mehr zu machen. Spritzen, das brauchst du auch nicht machen. So, das ist alles mit Behandlung, damit wir den auch mal richtig eingesetzt haben. So, da ist eine Forschung abgeschlossen. 20.000, wer weiß, wer die wieder bekommt. Vermutlich nicht wir. Ich achte da aber auch ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf. Worauf ich aber jetzt auch achten muss,
Wir sind nämlich unter 900.000 gefallen. Oh, das ist mir was runtergefallen. Mitarbeiter befördern, die kriegen natürlich jetzt auch ein Heidengeld wieder mehr. Den kann ich jetzt weiterbilden auf Stufe 3. Das möchte ich auch gerne tun. Kurs starten. Mitarbeiter befördern habe ich nicht als Aufgabe. Deswegen tue ich das auch gerade nicht. Oh, da kommt die nächste rein. Erhalte 200 Forschungspunkte. Dann starten wir noch mal eben eine Forschung. Nehmen wir einfach die hier. Knete, glaube ich, haben wir eh genug. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Röntgenstrahlen auf Nummer 4. Das ist dieses Zimmer hier. Das heißt Objekte. Und dann weiter geht's mit Fotos. Fotos. Auszeichnung. So, ist erledigt. Auch Geld. So, jetzt haben wir diesen Monat mal wieder 114.000 Gewinn gemacht. Da bin ich ganz zufrieden mit. Die nächsten Forschungspunkte schaffen wir diesen Monat. Und da kommt die nächste Mission rein. Das ist Beförderer ein Mitarbeiter. Was für ein Glück. Okay, haben wir gemacht. Wenn so schnell auch mal unsere hier Patienten hochgehen würden, aber 94, wir haben die Hälfte jetzt hier im Moment erreicht. Was kommt jetzt? Noch ein Mitarbeiter befördern, jetzt wollt ihr das aber wissen. Wir wollten das Geld aus der Tasche reißen. So, wir haben wieder die Millionen hinter uns. Was möchtest du? Verdiene 200.000, nehme ich mal an. Ob das so funktioniert, weiß ich aber nicht. Mitarbeiterwunsch, ja gut. Sollte eigentlich funktionieren. Wenn da einer geheilt wird, die 200 Forschungspunkte durchkommen, wir kriegen jetzt eine neue Mission, wie befördere einen Mitarbeiter. So. Cool. Da sind es dann nur noch 150.000, die wir brauchen. Und wir sind bei 77% Zufriedenheit. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. DNA-Labor ist auch durch, hat mir 100.000 eingebracht, jetzt fehlen nur noch 50.000, die wir dann mit den Forschungspunkten durch haben werden. Was kommt jetzt Schönes? Fange einen Geist, das sollte auch recht zügig passieren bei der Sterberate, die wir haben. Chirurgie hat es auch nicht geschafft. Heile 5 Patienten. Das sollte doch machbar sein. 75.000 für 5 Patienten, die wir eh brauchen. Da sind die nächsten Punkte erledigt. Gerade geht es mit Geld wieder sehr schnell aufwärts. Der ist auch zufrieden mit uns. Der möchte befördert werden, da muss er warten. Das schreibt mir die Stadt vor, wenn ich hier meine Leute befördere. Installiere ein Upgrade. Da nehmen wir doch einfach... Moment mal. So viele Upgrades gibt es ja gar nicht mehr. Also, ja, Turbosauger 3 geht noch. Das haben wir schon auf 3, ne? Ja. Neue Maschine direkt, die wir auf 3 hochbringen konnten. Wunderbar. So, der Geist ist auch erledigt. Noch mehr Geld. Das Upgrade ist durch gleich. Und auch die letzten 2 Patienten. Ich denke, dass sie schon in den Zimmern sind, wo sie dann auch abgeschlossen werden. Da sind sie auch erledigt. So, den Mitarbeiter befördern. Instant. Zack, auch erledigt. Da haben wir wieder richtig Geld gemacht. Jetzt sind wir auch wieder bei 1,3 Millionen gleich. Obwohl, ja, Mitte des Monats könnte auch eher sein, dass wir drunter fallen. Heile 3 Patienten in der Chirurgie, das ist nicht so gut. Und befördere einen Mitarbeiter ist in Ordnung. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Und zwar müssen wir noch uns ein bisschen wieder um die Weiterbildung kümmern. Wir können jetzt hier auch Weiterbildungsstufe, also Behandlungsstufe 3, Diagnostik 4 oder Diagnostik 2. Diagnostik 2. Oh, fangen wir mal damit an. Ne, ich lasse einen kommen. Zack, zack. Und Kurs starten. So, damit wir dann auch eine, wenn sie befördert worden sind, eine schnellere Behandlung haben, könnte dann die Zahl nochmal ein bisschen weiter runterdrücken. 50.000 haben wir diesen Monat trotzdem noch Gewinn gemacht. 115 Patienten, das ging auf einmal doch ziemlich schnell, muss ich sagen.
Dass wir die in der Chirurgie heilen, das weiß ich nicht. Könnte. Wobei, da liegt einer drin, da steht noch einer. Ich dachte eigentlich auch eh, dass unsere Chirurgie ein bisschen besser wäre. Wird er gesund oder stirbt er? Er ist gesund, den ersten haben wir. Da ist noch ein Notfallpatient da vor der Tür. Dann würde das bestimmt bald klappen. Wenn wir jetzt eine Marketingkampagne kriegen, natürlich würde ich die nehmen für die Chirurgie, einfach nur um das auch abzuschließen. Viele gesunde Menschen laufen hier rum, 120, 121 sogar, haben wir an Patienten. Mehr wollen aufgenommen werden. 122. Ich muss halt trotzdem, ja, sage ich die ganze Zeit schon, darauf achten, dass wir mal endlich mehr Krankenhauslevel erreichen. Boah, der ist auch schön. Zack. 123. Hier fehlt mir ein Arzt gerade. Vermutlich macht er Pause. Was haben wir da? Eine Notfallfraktur. Jetzt haben wir da aber auch jemanden sitzen, der da arbeiten darf. Gucken, ob der das jetzt ein bisschen besser auf die Reihe bekommt. Meinen Ärzten ist es kalt. Haben sie sich deswegen jetzt verschnitten und den Patienten getötet? Passiert. Gegen sowas sind Ärzte ja auch im echten Leben versichert. Krankheitsstufe 16. Ja, ich hätte es gerne schon fertig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Brauchen wir eine größere Station? Brauchen wir eine größere Frakturstation? Allgemeinmedizin ist abgeschlossen. Ah, warte mal, wir sollten noch. Ja, doch, wir sollen einen befördern. Zeit ist befördert. Hier fehlt halt doch noch einiges. Was ist es denn? Spiegelt die Größe des Krankenhauses wider? Natürlich basierend auf der Anzahl der Zimmer und Mitarbeiter. Eine höhere Krankenhausstufe bringt mehr Patienten und Stellenbewerbungen mit sich. Anzahl der Zimmer. Das heißt, wenn ich viele kleine Dreierzimmer nebeneinander bauen würde und dann einfach noch ein paar Mitarbeiter einstelle, wäre ich auch fertig. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge los, muss man sagen. Das Upgrade ist immer noch nicht fertig. Der lässt sich wirklich Zeit hier, der Junge. Was können wir denn hier noch machen? Wir könnten noch mal ein bisschen was einstellen. Und zwar noch einen Assistenten, der sich dann auch von einer Info aufhalten darf. Und Objekte bauen wir dann einfach mal noch eine zweite Aufnahme. So. Was haben wir hier? Erlege 5 Monobiester. Habe ich nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was Monobiester überhaupt sind. Und dann nehmen wir unseren Spitzenhausmeister. Was haben wir da? Wir sollen schon wieder einen befördern. 205 Tage hat er ohne zu essen und zu trinken ausgehalten. Ja, das muss mal einer nachmachen. Das ist halt viel Verlust. So würden wir das gerade mal ein Jahr lang durchhalten. 170 Patienten fehlen mir noch. Da ist ein Geist. Warum habe ich keine Mission, um einen Geist zu fangen? Er wird einfach weggefegt. Das ist ein Hausmeister. Oh, Spritzenhaus hat auch einen Heile gemacht. 134. Gibt es noch mehr Zimmer? Was ist denn das hier eigentlich? Warum ist das unbesetzt? Krankenpfleger mit Behandlungstechniken. Dann haben wir hier auch ein Kran. Wir sollten also einstellen, Krankenpfleger mit Behandlungstechniken. So. Der kann es schon mal ein bisschen. Aber ist auf jeden Fall das, was ich als nächstes mache. Ich habe da jetzt ein bisschen ein Auge drauf. Krankenpfleger mit Behandlungstechniken. Schicken wir den schon mal weg. Der wäre in der Apotheke eigentlich gut aufgehoben gewesen. Den können wir auch wegschicken. Nein, da möchte ich nicht rein in das Menü. Forschung ist abgeschlossen. Das interessiert mich nicht. Fraktur haben wir zumindest diesmal 3 geheilt, auch wenn wir trotzdem gescheitert sind. Dann ist das eben so. Was? Boah, in letzter Sekunde haben sie es doch geschafft. Wow. Sag ich erstmal nicht zu. Finde ich gut. Habe ich ja halt doch was gesagt. Einstellen. Ja, gut, unser Hausmeister ist noch dabei. Einstellen. Dahin. Lernen. Keine Ausbildung verfügbar. Haben die da irgendwie was geändert?
Obwohl, das hat ja eben auch geklappt, ne? Einstellen, noch einen Krankenpfleger einstellen und dann schauen wir mal auf, geh weg, ganz schnell, bevor noch einer sieht, dass man die jetzt Aufgabe hätte machen können. So, Ärzte, zack, dich einmal weiterbilden zur Behandlung. Da kommt noch ein zweiter rein und zwar, ah ja, und ich dachte gerade, hey, was wollen die denn von mir? Einstellen. Personalverwaltung. Und zwar dürft ihr auch nicht alles machen. Das nicht. Da habt ihr auch nichts zu suchen. Clownerie, Fabel. Da geht er bitte auch raus. Da raus. Und der Rest ist in Ordnung. So, damit sollte das Problem auch erledigt sein. 200 Forschungspunkte. Dann werden wir nochmal... Bringt mir halt irgendwie alles so nichts, ne? Projekt starten, Kudosch, befördere einen Mitarbeiter, kommt sofort. So, grün, passt. Das, der muss warten. Jetzt haben wir zwei Mitarbeiter zwar eingestellt, aber wir sind immer noch nicht so in einem Bereich, wo ich sagen würde, hey, das ist jetzt jeden Moment in Ordnung. Die 15 kriegen wir schnell. Was hast du? Starte eine Marketingkampagne. Und zwar machen wir das für die, was ich gesagt habe, Chirurgie-Kampagne, Krankheitsmarketing. Chirurgie-Kampagne starten. Weiter ein Aura offen haben. Hat 75.000 gebracht. Das ist halt echt nett. Chirurgie ist erledigt. Super, bevor wir die Leute dahin geschickt haben, war also ziemlich umsonst. Hätten wir mal eine Sekunde gewartet. Befördere einen Mitarbeiter. Sofort ist befördert. 50 Patienten fehlen uns noch. Was haben wir jetzt als nächstes? Heile 3 Patienten in der Apotheke. Das sollte schnell gehen. Zimmer. Pausenraum. Kopieren. Da, da. Ah, zu viel. Wenig. Wow, ist echt zu lang dafür, hätte ich nicht mitgerechnet. So, ganz dran. Ja. Hat mir aber doch ein ganzes Stück gebracht, jetzt muss ich sagen. So, dann ein neues Zimmer bauen. Da werden wir jetzt nämlich wirklich noch eine Station reinbauen und schauen mal, wie weit wir wirklich damit kommen. So. Einmal eins. Ne, ich möchte das ein paar mehr bauen. Schwesternstation. Zwei und drei. Dann umkleiden. Eins, zwei, drei. Und jetzt fangen wir mit den Betten an. Ja. 3. Gucken wir mal, was das unten bringt. Ja, wollen wir verkaufen und es ist halt wirklich, so wie es aussieht, egal, und das wollte ich halt jetzt rauskriegen, wie groß das Zimmer ist. Es geht wirklich darum, wie viele Zimmer es sind. Weil jetzt hat uns dieses große Krankenhaus genauso viel gebracht wie da dieser Pausenraum. Und das war genau das, was ich gerade testen wollte. So, das heißt, wenn ich jetzt diese... wir brauchen eigentlich gar nichts davon. Ich kann das DNA-Labor aber kopieren, und zwar hier neben. So, okay, das hat doch ein bisschen weniger gebracht jetzt. Bin ich mir... Ah, jetzt bin ich mir schon wieder unsicher. Aber wir können es upgraden, das bringt auf jeden Fall was. Befördere einen Mitarbeiter, die Quest haben wir. So, bilde einen Hausmeister aus, das können wir machen. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn für Hausmeister hier? Wir können Instandhaltung 4 lernen. Ne, lassen wir unseren eigenen machen und nehmen den hier auf. Klar, starten. Dann ist das auf jeden Fall fertig. Apotheke ist fertig. 30 Patienten brauchen wir noch. Krankenhaus fehlt mir noch ein halbes Level. Dann werde ich die Toiletten nochmal kopieren. Bauen wir die dahin.
Bestätigen wir. Dann möchte ich eine weitere Diagnostik brauchen wir halt überhaupt nicht. Irgendwas anderes, wo Leute Schlange stehen, außer nee, wirklich nur hier in dem Ärztezimmer. Zack. Kopieren. Eins. Kopieren. Zwei. Und kopieren. Drei. Jetzt möchte ich dann einstellen. Ärzte. Da haben wir natürlich jetzt keinen einzigen. Ich warte noch eben, bis hier die Weiterbildung abgeschlossen ist. Dass die auch jetzt alle nichts mehr können, das wundert mich auch. Zwei Patienten mit Pixeliose. Damals war es noch eine Aufgabe, 5 insgesamt zu heilen. So, es darf aber gerne mal... Achso. Wollte schon sagen, darf gerne mal fertig werden. Und hab das gar nicht im Auge. Ja, den Temperaturkomfort, den haben wir auch gleich schnell fertig. Hausmeister ist jetzt durch. Den stellen wir schon mal ein. Jetzt hat es funktioniert. Allgemeinmedizin, da lasse ich auch einen neuen für kommen. Kurs starten, dann einstellen. Zack, du darfst direkt eine Weiterbildung machen. Einstellen, zack, du darfst auch direkt die Weiterbildung machen. Personal, einfach auf die Einstellungen wechseln. Das sind dann die untersten drei. Die bitte nur hier rein, wo sie dann auch gerade weitergebildet werden. Das passt mir so genau, und zwar jetzt dann das Objekt für die Heizkörper. Ach, da oben ist eine drin. So, damit haben wir auch wieder 80% Raumkomfort. Stufe 16 erreicht, wir brauchen noch 13 Patienten. Was haben wir hier? Sondermeldung, es wurde was geheilt. Die Beförderung steht noch aus. Automaten kommen von alleine, Pixeliose läuft. Dann wollen wir mal eben aufs Personal gehen, auf die Gehälter. Und zwar alle. 13 Patienten, haben wir gesagt, brauchen wir noch. Zufriedenheit. Du bist nicht so 100% zufrieden. Dann kriegst du mal eine Gehaltserhöhung. Du hast eine Gehaltserhöhung. Du bekommst eine. Du wirst auch eine bekommen. Du wirst ebenfalls eine kleine bekommen. Geht auch hoch. Da eine, da auch, wie weit sind wir? Immer noch 77%. Ah ja, ich wollte doch sagen, alle. Da eine hin, wie hoch müssen wir? 90%. Das sollten wir jetzt gleich haben. Da hoch, du bist ganz unzufrieden. Also, dass du mal im Gehalt zumindest mega happy bist. So, die beiden wachsen gerade. Langsam aber sicher geht's. Da ist aber einer mega unglücklich. So, jetzt soll er mega glücklich werden. Der ist auch mega unglücklich. So, und so. Dann beobachten wir das ganze Spiel mal. Wir sind schon bei 83%. Es fehlen noch 3 Leute. 84%. Wieso 84? Geh hoch. Mach. Fertig. 85. Geht weiter. Sehr gut. 6 Patienten für den dritten Stern noch. Ich schau mal weiter, was wir hier mit dem Gehalt noch alles so anstellen können. Komm hier, komm. Kriegst noch mehr. Nee, geht gar nicht. Ich kann dir nicht noch eine geben. Was? Weg? 85% sind wir immer noch. Der Fluch muss weg. So, Fluch behandelt. Den hier können wir aber hochsetzen. Und den hier können wir auch hochsetzen. Komm, nur vergisst du auf 100% hoch. Du kannst auch noch mal ein bisschen glücklicher werden hier. Du kannst auch ein bisschen glücklicher werden. Jetzt sind die alle so unzufrieden, weil...
So. Was ist mit dir nicht richtig? Hoch. Du auch. Moment. Hoch. So. Jetzt sind wir 87%. Einer fehlt mir noch. Prozent. Okay, die ganzen Beförderungen winken wir alle mit grün durch. Zack. Ablehnen. Annehmen. Weiterwählen, damit du glücklich wirst. So, und Kurs starten. Was haben wir sonst noch? Wir sind fertig. So, damit haben wir den dritten Stern in 45 Minuten gekriegt. Ging am Ende doch mega schnell, muss ich sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Krankenhaus. Ich gehe schon mal auf die Karte, um schon mal zu gucken, was wir als nächstes machen. Das Video natürlich nicht. Karriere haben wir hier neu. Wir haben nichts geschafft. Wir sind wunderbar schlecht, also ich zumindest. Jetzt geht es hier unten mit den nächsten drei Krankenhäusern weiter. Und was ich sehe, ist, dass wir dann hier oben bald schon auf die Mega-Krankenhäuser kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon tierisch drauf. Ich denke, dass wir das nächste Krankenhaus Gockley Bay machen werden. Du hast nicht allgemeine Krankheiten an, wir sollen so machen, ne? Bleiten, Stern ist, achso, können wir noch gar nicht. Können wir noch hier dieses Erdbeben-Resort machen? Das ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht machen wir auch das zuerst. Werden wir auf jeden Fall sehen. Ich danke ganz herzlich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch heute noch einen recht schönen Abend und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Joseko.